So, okay. Okay, wir haben es geschafft. Ja, auf jeden Fall hat er ja diesen Heat synchronisiert. Und ich habe mal gegoogelt Heat, ne? Und Heat ist, glaube ich, deswegen entstanden, damit er so einen Charakter synchronisieren kann, den Namen Heat. Also er war, also das war ja Heat, war ja nur, ist nur, also ich fand, nennt man das, so ein, die Rechtern von Diravello, das war ja der die Funksprüche immer macht, so hey, was gerade so der Status ist, so die Status-Funksprüche. Ne? Und die hat er auch gemacht. Und ja, und bei uns war das tatsächlich Heat, aber ich glaube, dass er sonst gar keinen Namen hatte. Ich glaube, bei uns nur in Deutschland hatte er, hatte dieser Charakter im Spiel einen Namen, weil es war ja nicht mein richtiger Charakter. Es war ja, wenn du so willst, ein Funkspruch. Es war ja an sich richtiger Charakter. Ich meine, er hatte ja, es war ja, er hat natürlich bei Edelwiffen 2 schon, da er diesen einen ja auch gesprochen, diesen IP-Key da. Wo auch die Nebenquest war, diese coole. Wo man da, diese coole Nebenquest. Hätte ich nicht. Aber ich fand es echt cool, wie er das gesprochen hat. Wollte es damit jetzt auch nicht irgendwie, herabmachen oder jetzt irgendwie sagen, das war eigentlich ihr Charakter jetzt irgendwie schlecht reden oder so, das wollte ich um Gottes Willen nicht damit ausdrücken. Ich wollte das nur erzählen. Es war jetzt nicht, Gronkh hat den Heat dass Gronkh diesen Heat halt gesprochen hat. Ich wollte es nur erzählen, dass es kein Charakter war. Ich wollte es jetzt wieder irgendwie jetzt schlecht machen oder so, bevor es Leute denken, um Gottes Willen, das wollte ich bestimmt nicht. Also nicht, dass ihr es denkt. Nein, um Gottes Willen, ich fand das cool. Ich würde das auch, mal ganz gerne machen. Einfach mal irgendwie einen Charakter sprechen. Auch wenn es vielleicht nur so ein halber ist. Wie ich. Hätte voll Bock drauf. Das wäre nicht so. Oh, das wäre mir ganz okay und lustig. Weiß ich aber nicht. Okay. Ja, wir müssen, schätze ich mal, alle machen. Das sind jetzt hier 12 Gräber gibt es. Das habe ich jetzt abgeschlossen, okay. Ja, wir müssen also hier alles abschließen. Ach du Scheiße, alles lange. Nein. Genau. Das war ja, glaube ich, seine erste Synchronrolle, oder Synchronsprecherrolle, oder? Man hatte den Joker synchronisiert aus Lego Batman und Kingpin bei Spider-Man Into the New Verse, Universe, oder wie das Film auch heißt.
wenig irgendwie. Oder das doch. Irgendwie so ähnlich hieß der Film. Oh Mann. Wäre ja dann ganz ehrlich. Schiff weniger, ein Problem weniger. Das ist ja sozusagen die sogenannte Armeetraining, die wir hier gerade gemacht haben. Da muss ich hier irgendwie noch ein Auto fahren. Ich weiß nicht, wann wir das alles, also wie wir das alles auch machen wollen. Angriff Japan. Ob man sich jetzt hier erstmal ein bisschen darauf stürzt. Auf diese und das erstmal komplett. Also. Da wir das ja sowieso alles komplett müssen, schräg sollten. Und hier fehlt mir irgendwie ein, ach ja, hier fehlt mir ein Ding. Und das wird frei für uns eine Armee. Okay, ja, vielleicht sollten wir. Ach, hier ist ja. Oh ja, lol, wir sind ja richtig nah an der Japa. Krass. Na gut. Schöne ist ja immer toll. Eine Schöne ist ja auch war ein Motorrad dafür. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie lange ich im Ring war. Letztes ausgedacht. Wie lange durch den Ring? Sie können sich behaupten. Um Gottes Willen. Tja, sie können. Und dann gehen auch diese Mucke hier los. Würde ich nicht im Fußstück hören, aber. Wie lange schon rein? Was für ein Action. Du bist ein wahrer Künstler, Rico. Ah, ne? Hab ich da voll als Künstlerleben gefühlt, ey. Du bist jetzt nicht irgendwie veräppelt. Aber leider kann sie uns helfen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was wir jetzt machen. Dann. Wollen wir jetzt mal einen Java-Wagen? Weil ganz ehrlich, ich wollte jetzt nie den ganzen Tag noch hier, Was? Was soll ich? Au. Dass es die Richtung ist, sollte man mir vielleicht auch mal vorher sagen.
das können. Verfluchte. Und fällt mir nicht über die Fresse. Nee, dann, ja. Ja, ich wollte an den ganzen, also wir können ja kurz Zeit machen. Das können wir noch versuchen, aber ich wollte schon den ganzen Tag hier sowas machen, ne? Glaube ich auch. Verständlich. Jetzt nicht sage, ich habe den ganzen Tag Bock jetzt hier Stunts zu machen. Oh, ernsthaft hier. Oh. Das ist echt ein geiler Start für einen Stunt. Ah ja. Wow, ja toll. Komm. Ach ja. Nee, also ich weiß nicht, dann machen wir glaube ich gleich mal die Jaffa weiter. Wenn wir das schon nebenbei machen, ich weiß gar nicht, was man davon machen muss. Ich bin in diesem Stunt von Graf und solchen Zack. Also einfache Dinge. Oh, ja, ist ja gut, ich hasse so. Ich bin da noch nie ein Fan von sowas gewesen. Weiß ich nicht, was ist blöd. Mach lieber Quests. Oh, ja, müssen wir noch warten, bis es halt wieder, weil es nicht gleich geht. Es geht. Mag nur. Ja, jetzt haben wir es ja. Danke. Ha, zu einfach. Und das ist halt zu einfach. Oh, ich 500 geil. So. Na gut, ein Tempo-Ding. Am besten ist sowas. Lang durch den Ring. Die geilste Quest der Welt. Nee, ohne Scheiß. Lass da mal Projekt Japan machen. Bin kein Fan von euch. Ich kann das nicht so lang. Ich finde das sowas von immer so, ich bin kein Fan von den Stunt-Dinger. Wir können sie machen, aber ich bin da nicht so ein Mensch. Ich weiß, es gibt ja Leute, die sind ja voller Mensch dafür. Ich aber nicht. Müssen wir nicht machen. Nach. Ich mach sie schon, ich kann sie ja ein Stück mehr. Also, irgendwie jetzt auch kein Bock. Ich brauch das Ding. Ich hab doch gerade nicht Lust, Stunts zu machen. Nur Lust dazu. Machen wir doch gleich die Appa. Weil ich muss mal gucken, also da haben wir mal ein paar Cent ab auslassen, ne? Oder ja, wir machen die Stunts schon irgendwie irgendwann. Ich meine, durch fahr durch den Ringdinger und die Tempodinger sind irgendwie kein Problem darstellen. Sollten eigentlich nicht problematisch sein. Ja, weiß nicht, haben wir jetzt schon, ob wir jetzt schon neuer haben. Also für euch jetzt, ob es jetzt im 2019 ist. Gehen wir mal aus. Ja, wir haben 22, okay. Das Spiel ist geil. Also, die ganzen... Was? Jetzt habe ich auch mal ganz viele. Was habe ich jetzt hier? Nein, ich habe hier diese...
Ah, jedes Mal dieser blöde, idiotische Bestenlisten-Scheiße. Liebe entweder, könnt ihr das mit dem Maus bauen? Das braucht kein Mensch. Ja, bitte nicht so, dass man da einmal blöde gegenkommt. Sie ist mit dem Scheiß aktiviert. Macht eine extra Taste für. Oh, es ist blöd. Komm mal immer drauf, ey. Ich hasse den Scheiß. Ja, und ich finde sowas bescheuert. Weiß ich nicht. War ja schon immer. So, warum ist jetzt hier ein J? Hier, das ist ja klar. Hier ist das Projekt Iapa. Schauen wir weiter. Lol, wer der denn? Also in Vorfeld gegen Spur, okay. Ich darf das. Ich wollte gerade ausweichen. Wir müssen selbst nicht die fahren dann. Aber es macht unfassbar Bock, Autos zu fahren. Und dieser geile Sound, ey. Boah, aber für die Abstands machen wir einmal, Leute. Ich mach sie und auch alle Stunts, alle, wie sind denn das? 100, über 100 Prozent. Toll, jetzt hat mir das angezeigt. Aber nicht das J. Keine Ahnung, was ist jetzt damit aus. Gucken wir uns später an. Naja, vielleicht wieder kann. Hallo Rico. Hier in der Nähe wartet ein Mitglied der Spionageabwehr der Schwarzen Hand darauf, abgeholt zu werden. Kannst du dich als Fahrer ausgeben? So. Okay, aber. Also, ich muss den ganzen Weg nochmal. Oh. Hätte ich vorher sagen können. Das. Dann fahr jetzt wieder zurück. Rico, wir treffen Vorbereitungen. Es geht zum Radar-Außenposten. Vorher braucht Mira noch einen Gefallen. Kommst du vorbei? Bis gleich. Hey, ein paar von den Leuten, die du aus den Umerziehungszentren befreit hast, waren Piloten. Sie wollen freiwillig Lieferungen für uns fliegen. Lern sie erstmal an, bevor du sie losschickst, Lieferungen über einer Kriegszone abzuwerfen. Ich würde sagen, vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Aber du weißt so gut wie ich, dass das nicht stimmt. Dann sabbel nicht um was. Oh, ich fahre jetzt zu Projekt Iapa, ohne Witz wird's blöd jetzt so. Ist ja schlimm hier. Verdammt! Hallo. Projekt Iapa. Die Mission kenne ich noch nicht. Ich habe mal zwei Optionen. Izzy wollte noch ein paar Infos von einer Quelle in Kuya holen. Kannst du dafür sorgen, dass sie sicher zum Außenposten kommt? Kann's kaum erwarten, sie zu treffen. Das meiste, was ich nämlich gemacht habe, war Stunts. Als ich beim ersten Mal, bei der ersten Rico, Aufnahme. Ist eine gute Gelegenheit, unsere neuen Piloten zu testen, oder? Oh Gott. Klar. Klasse. Okay, dann ruf mal ein. Nein. Nein. Na gut. Wenn es sein muss. Wollen ist jetzt hier zwar nicht die Rede, aber. Ich bin Bulldog. Hey, ich bin Bulldog, der Rapper, und
bin nicht fetter. Mira, Sargento, ich springe über Kuya ab. Ja. Izzy wartet auf dem Dach des Bautista-Gebäudes auf dich. Bin unterwegs. Alter, sieht das cool aus. Da ist sie. Freut mich, dich zu sehen. Hallo, Hardware. Kein Heli? Ich dachte, du bringst einen mit. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wo wir einen bekommen. Sargento, ich würde sagen, das mit den Piloten läuft. Das sind tolle Container. Dann mal los, Izzy. Bin gleich bei dir. Du willst nicht mit Mira, mir fliegen? Wo geht's denn hin? Ich bin gerade erst angekommen. Schicke dir die Koordinaten. Okay. Also die fliegt freiwillig hier. Schöne Stadt. Eher arme Stadt. War schon immer so. Bevor Espinosa sich in seiner Burg im Himmel verkrochen hat, war sein Hauptquartier in Nueva Voz. Da steckt das ganze Geld. Also schlagen sich die Leute in Kuya anders durch. Zum Beispiel, indem sie Infos an die Armee des Chaos verkaufen. Was haben wir? Die sind nur für Mira. Hey, mach mal das Radio an! Wir brauchen Musik! Das dachte ich auch gerade. Feindlicher Flieger entdeckt. Luft bereit machen. Maria, du hast keinen Tropfen Blut unserer Familie in dir. Das sehe ich anders, Nikolas. Mama! Maria ist nicht nur deine Schwester, ihr seid Zwillinge. Sie ist 8 Minuten älter. Das werde ich einfach nicht zulassen. Gustavo! All das und mehr demnächst bei Jung und Schön. Nein! Das. Jung und schön, das sieht ey. Nach der richtigen Stelle aus. Die Sendung für Leute, die es veröffentlicht haben. Aber muss jetzt hier auch landen, also normal zerstört die Dinger. Oh. Oh, ja, Landung! Danke fürs Mitnehmen, das, Hardware! Oh. Jederzeit gerne. Hey. Mira, wir sind da. Gut, ich bin im Kontrollzentrum. Kommt hoch. Hallo? Hab gelandet. Was zum Teufel ist das? Bin gelandet. Ja. Was? Oh, aber dann jetzt. Genau. Hallo. Das sieht ja cool aus dem Skelett. Der Totenkopf. Es kann losgehen. Okay. Wie läuft's denn, Izzy? Läuft. Wir rücken schnell vor, aber das ist egal, wenn die Verteidigung von Iapa noch aktiv ist. Izzy und ich arbeiten schon daran. In allen Einrichtungen sind Prototypen des Wetterkerns. Und jeder Kern ist verbunden mit dem Iapa-Verteidigungsnetzwerk. Hm. Die Türme mit den Geschützen. Ja. Wenn wir aber einen Virus in die Kerne einschleusen, dann können wir damit über das Netzwerk eine Störung der Maschinen in den Türmen verursachen. Alles fällt aus, bumm, keine Geschütze mehr. Dann wäre da nur noch der Blizzard. Eins nach dem anderen, Mira. Erzähl mir mehr über die Einrichtung mit den Wetterkernen. Das ist Zona Uno, geschützt durch einen Sandsturm. Mira, hier. Danke, Izzy. Was ist das? Infos über einen Ort namens La Masmora, ein Geheimgefängnis in der Wüste. Gabriella sprach darüber. Vielleicht ist Onkel Lancer noch am Leben. Er wird dort sicherlich festgehalten. Und, er wäre eine Hilfe für uns bei Zona Uno. Er unterstützte deinen Vater bei Projekt Iapa. Hm. Mira, wenn er noch lebt, finde ich ihn. Hier ist Zona Tres. Laut Izzy ist der Laden aber nicht im Netzwerk. Aber mein alter Freund Cesar hatte eine Theorie, die uns helfen könnte. Dann sollten wir uns das mal anhören. Und das ist Zona Dos,
Wir wissen darüber aber nicht viel. Gehst du da vielleicht auch mal ran? Ich bin kein Agency-Agent mehr. Rico, die Koordinaten sind in der Nähe. Sieh nur. Das kann kein Zufall sein. Ich seh's mir an. Ich schicke dir die notwendigen Daten auf deine AR-Linse. Gut. Jetzt treffen wir Oscar da, wo es wehtut. Jetzt schon?